Hallo aus Alaska und hallo bei Abenteuer Alaska Ende April. Mensch, das letzte Video ist schon wieder Wochen her und alle guten Vorsätze sind dahin. Wenn ihr aber Interesse an ein bisschen Alltag und Frühling in Alaska habt, ihr wisst ja, ne, Frühling ist oder April ist ja nicht so mein Lieblingsmonat, aber wenn ihr ein bisschen Einblick kriegen wollt, dann bleibt dran, mal schauen, was ich euch heute zeigen kann. Ich zeige euch heute ein paar typische Dinge, woran ihr erkennt, dass es Frühling ist in Alaska. Zum einen sind unsere Zugvögel langsam wieder zurück. Bei Creamers Field wird ein Feld freigeräumt von Maschinen, die sonst den Schnee im Flughafen freiräumen, aber sie räumen halt dort ein wenig den Schnee weg und dann wartet hier alles darauf, dass unsere Zugvögel zurückkommen. Momentan, Ende April, sind die ersten Schwäne dort und Gänse dort. Die Sandhill Cranes, also die Kraniche, die kommen etwas später. Aber es ist wirklich eine Attraktion und jeder hier in Fairbanks fährt da mindestens ein, zwei Mal vorbei, um ein paar Fotos zu machen und zu schauen, wie die ersten Frühlingsboten sich dort einfinden, bevor sie in ihre Nistplätze irgendwo in der Tundra sich niederlassen, also weiterfliegen und sich an ihren Nistplätzen in der Tundra niederlassen. Ein weiteres sicheres Zeichen dafür, dass es Frühling ist, ist, dass wir statt Handwärmern mittlerweile wieder mit Bärenspray unterwegs sind. Noch haben wir keine Spuren von Bären gefunden. Bärspray? Auf einer unserer Facebook-Seiten wurde die Sichtung von einem Schwarzbären mitgeteilt. Wir selber haben bisher noch keine Zeichen gesehen, aber um diese Jahreszeit sind sie mit Sicherheit aus ihrem Winterschlaf erwacht. Hungrig und draußen und somit heißt es für uns, dass wir wieder vorsichtig sind, extrem vorsichtig sind, was Bären hier auf unseren Wanderungen angeht. Das wohl offensichtlichste Zeichen, dass es langsam Frühling wird, ist das langsame Verschwinden von Eis und Schnee. Nach über 6 Monaten Winter ist dies irgendwie kaum vorstellbar und auch die Hunde nutzen wirklich jedes bisschen Schnee aus. Ich frage mich, ob die Schlittenhunde auch traurig sind und den ersten Schneefall im Herbst herbeisehen. Noch haben die Bäume keine Blätter, aber in den nächsten Tagen wird hier alles grün sein. Der Frühling ist auch die Zeit, um Birkenwasser zu sammeln. Mit solchen Eimern wird das Wasser eines angezapften Baumes aufgefangen. Es können gut und gerne 8 Liter am Tag sein. Diese Birke hier steht übrigens bei unseren Nachbarn. Ich habe gerade den
Birch Sap das Birkenwasser abgeholt. Und sie hat mir gesagt, dass sie innerhalb von 24 Stunden über 8 Liter da rauskriegt. Das ist echt Wahnsinn. Ich zeige euch das. Das Ganze muss kühl gelagert werden. Man kann das auch super gut einfrieren, aber ich lagere das jetzt einfach kühl. Aber ich schütte mal ein bisschen hier ein. In den tollen Senfgläsern. Schau mal. Und ja, das ist das Birkenwasser. Sieht aus wie normales Wasser. Und es riecht ein bisschen süßlich. Und daraus kann man auch daraus kann man auch Birkensirup machen. Das habe ich einmal gemacht. Das muss auf einer bestimmten Temperatur so ganz langsam vor sich hin köcheln. Darf nicht zu hochtemperaturmäßig kochen, dann wird es bitter. Es ist ein bisschen komplizierter als aus Maple. Was ist denn das? Ahorn. Aus Ahornsirup, Ahornwassersirup zu machen. Und es dauert unendlich lange und ja, deswegen habe ich das nicht mehr gemacht. Wir essen so gut wie nichts Süßes mehr, dementsprechend macht der Birkensirup auch weniger Sinn. Aber vielleicht kriege ich ja noch mehr. Aber das hier, Birkenwasser, wie gesagt, sehr, sehr gesund. Viele Mineralien, viele Vitamine und gerade jetzt am Ende des Winters ein weiteres Zeichen, dass es Frühling wird. Das schmeckt im Prinzip wie ganz, 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 ganz leicht süßliches Wasser. Und wenn ihr im Hintergrund hier mal am Schlabbern hört, dann ist das der Hund. Und diese Frühlingsboten können leider auch nicht mehr ignoriert werden. Frühling heißt auch, dass das Wasser draußen natürlich nicht mehr friert. Im Winter bekommen alle Schlittenhunde ihr Wasser durch ihr Futter. Das heißt, das Futter wird eingeweicht und durch das Fressen des eingeweichten Futters bekommen sie ihren Wasserhaushalt. Wir können ja draußen kein Wasser stehen lassen, was Eis bildet sofort. Aber jetzt im Frühling hängen wir wieder diese Eimer hin und die Hunde bekommen frisches Wasser. Ah, was machen wir eigentlich mit Camino, Lumi, Tamu und Talvi, also den Schlittenhunden im Sommer? Und um ganz ehrlich zu sein, so genau wissen wir das alles noch nicht. Es ist unser erster Sommer damit. Wir wissen, dass alles, was von den Temperaturen her über 10 Grad ist, zu warm sein wird. Wir beschäftigen sie also so ein kleines bisschen damit, dass wir zum Beispiel einen Teil ihres Futters auf den Hundehütten oder draußen verstreuen, so dass sie es suchen können und damit ein bisschen beschäftigt sind. Wir probieren auch irgendwie die Welpen, also die Junghunde, dazu zu bewegen, auf ihre Hütten mal zu springen. Aber die probieren einfach nur, sich durch Recken an das Futter heranzuarbeiten. Außerdem formt sich das Rudel und die Rangordnung in dem Rudel so langsam, sodass sie täglich Freilauf auch wirklich alle zusammen haben können. Darüber hinaus planen wir, mit den Hunden joggen zu gehen oder, wenn es die Temperaturen zulassen, mal Rad zu fahren. Gerade mit Lumi, der nicht so schnell überhitzt, der sehr kurzes Fell hat, denke ich, werden wir das machen, um ihm genügend Auslauf zu geben. Auf die Art werden wir dann übrigens auch den Welpen ihre Maschinenkommandos beibringen später. Ja, und so verabschiedet sich langsam der Winter hier aus unserer Gegend in Alaska. Wir sind alle ein bisschen traurig, aber schauen auch gespannt dem Sommer entgegen. Und wenn auch ihr an diesen Sommerabenteuern teilhaben wollt, ja, dann schaltet doch auch bei den nächsten Videos wieder ein. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und sage, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!